Hallo, mein Name ist Aitor und in diesem Video werde ich über Veganismus sprechen. Ich werde auch über die Fleischindustrie und ihre Auswirkungen auf die Umwelt sprechen. Veganismus ist aus dem Vegetarianismus entstanden, einer Lebens- und Ernährungsweise, die es seit dem 19. Jahrhundert gibt. Das bedeutet, dass sie nicht die richtigen Ursprungs essen. Daher essen Veganer nicht von Fleisch, Fisch oder Milchprodukten. Viele Leute denken, dass Veganer kaum Lebensmittel haben, die sie essen können, aber das ist eine Lüge. Veganer essen in der Regel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Fleischalternativen wie Tofu und vegane Burger. Es gibt auch viele Prominente, die vegan sind und in Trier unterstützen. Miley Cyrus zum Beispiel wurde nach dem Tod ihres Hundes Veganerin. Sie ist Aktivistin und wurde vom PETA mehrfach ausgezeichnet. Joaquin Phoenix ist auch Veganer und bekannt dafür, die Gärte zu bearbeiten und mit PETA zusammenzuarbeiten. Außerdem hat Veganismus viele positive Aspekte. Veganer zu sein wird Brust, Magen- oder Lungenkrebs vor. Durch den Verzehr von tierischen Fetten ist die Wahrscheinlichkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gegangen. Schließlich sind Getreide, Gemüse und Obst besser zu kontrollieren Diabetes. Fortsetzung der Fleischindustrie. Die Fleischindustrie ist einer der Sektoren, die am meisten zum Klimawandel beitragen. Der Fleischsektor emittiert mehr Treibhausgase als der gesamte globale Verkehr zusammen. Industriefleisch verursacht hohe Umweltkosten, weil es den Klimawandel und den Verlust der biologischen Vielfalt beschleunigt. Außerdem werden die Tiere gefoltert und bis zu ihrem Tod in Gefangenschaft gehalten. Die wichtigsten Unternehmen der Fleischindustrie sind Tyson, Cargill und Fortega. Diese Unternehmen sind die Hauptursache für die weltweite Verseuchung und den Tod so vieler Tiere.